Denn faktisch gesehen befinden sich die Kiewer Machthaber unter der Kontrolle der USA. Und deswegen müssen wir, und das ist sehr wichtig, das Territorium der Ukraine als ein von den USA okkupiertes Territorium betrachten, ausgenommen das Gebiet von Donbass, wo Widerstand geleistet wird. Wenn wir das Koordinatensystem richtig bestimmen, wird uns klar, was wir zu tun haben und wie wir zu reagieren haben. Die Ukraine wird zurzeit von den USA und deren Söldnern okkupiert, die das ukrainische Marionettenregime dazu nutzen, die ganze ukrainische Bevölkerung zu indoktrinieren, zu mobilisieren und gegen Russland aufzustacheln. Die USA wollen zuerst einen Bürgerkrieg in der Ukraine organisieren, um dann zum Weltkrieg überzugehen. Und sie wollen ganz Europa und ganz Eurasien involvieren. Und gerade deswegen ist es wichtig, die reale Situation zu erkennen und die richtigen Begriffe zu benutzen. Wir rufen andere Regionen der Ukraine dazu auf, sich nicht dem Donbass anzuschließen. Im Sinne der Unabhängigkeitsbestrebungen, nein, wir rufen sie dazu auf, sich von der US-amerikanischen Okkupation zu befreien. Und ich bestehe darauf, das Koordinatensystem für uns richtig zu bestimmen. Und zwar folgendermaßen: Die Kiewer Machthaber sind nicht selbstständig. Sie sind im Grunde genommen US-amerikanische Agenten. Sie sind US-amerikanische Marionetten. Poroschenko hat die Präsidentschaftswahlen in der Ukraine nicht gewonnen. Die Experten schätzen, dass er maximal 40% der Stimmen bekommen hat. Das ist ein Thema für sich, wie diese Zirkuswahlen dort abgehalten wurden. Drittens, das Territorium der Ukraine ist okkupiert. Es ist unter der Kontrolle der USA und dazu gibt es eine Menge von Tatsachen, die dies belegen. US-Amerikaner halten sich völlig legal in der Ukraine als Berater und Militärinstrukteure auf. Der ukrainische Geheimdienst SBU ist vollständig unter der Kontrolle des CIA. Also insgesamt ist die Ukraine von den USA okkupiert und wir müssen hier über die Befreiung der von der UN legitimierten Okkupation der Ukraine reden. Und die USA nutzen die ukrainischen Massenmedien dazu, eine narzisstische Psychose im Lande zu schaffen. Mit Hilfe der ukrainischen Nazis wollen sie den Dritten Weltkrieg, nein, den Vierten Weltkrieg entfesseln, wenn wir den alten Kalten Krieg als Dritten Weltkrieg mitzählen. Und ich würde vorschlagen, dass wir uns in der nächsten Sitzung damit beschäftigen, warum die USA diesen Krieg wollen, warum sie den ukrainischen Narzissmus gezüchtet haben. Die USA haben die ukrainischen Nazis deswegen gezüchtet, um in der Ukraine diesen Bürgerkrieg auszulösen, der dann als Vorwand dazu dienen soll, die Ukraine gegen Russland in einen direkten Militärkonflikt verwickeln zu lassen. Und damit wollen sie zuerst einen regionalen Konflikt in Europa schaffen, um damit einen vierten Weltkrieg auszulösen. Und diese Aggression der USA richtet sich nicht nur gegen Russland, sie richtet sich in erster Linie auch gegen Europa. Die USA haben von allen Kriegen in Europa profitiert. Vom Ersten Weltkrieg haben sie profitiert, vom Zweiten Weltkrieg haben sie profitiert und ebenfalls vom Kalten Krieg mit der UdSSR. Alle Kriege, die in Europa stattgefunden haben, waren traditionell für die USA wirtschaftlich von Vorteil. Der Krieg in Europa ist der Weg der USA zum Wirtschaftswunder, zum Aufblühen der US-Wirtschaft und dies war immer so. Und dieser Krieg richtet sich auch gegen China, weil wir sehen, wie sich Japan und Südkorea intensiv aufrüsten. Die USA haben offiziell verkündet, man werde in Japan und Südkorea neue Raketenschutzschilde aufbauen. Und das richtet sich nicht nur gegen uns, sondern auch gegen China. Deswegen sollten wir verstehen, dass der Schlüssel zu der Lösung der ukrainischen Katastrophe in Washington liegt. In Washington muss gesagt werden, Tod dem Narzissmus. Und daher schlage ich vor, die nächste Sitzung zu diesem Thema zu machen. Wir brauchen eine breite Antikriegskoalition. Хорошо. Спасибо. Всем спасибо.